Vollmundig versprach Innenminister Seehofer im letzten Jahr, abgeschobene Asylbewerber an der Wiedereinreise nach Deutschland zu hindern und beschloss die konsequente Zurückweisung an der bayerischen Grenze. Heute zeigt sich, trotz Wiedereinreisesperre folgt mindestens auf jede dritte Abschiebung die Wiedereinreise. Monatlich werden im Schnitt 100 Abgeschobene mit Einreisesperre aufgegriffen. Das ist das Ergebnis aktueller Recherchen der Welt und Welt am Sonntag. Deutschland macht sich lächerlich und gefährdet mit den weiterhin offenen Grenzen die Sicherheit seiner Bürger. Denn unter den Rückkehrern sind auch Islamisten, Kriminelle und Sexualstraftäter. Die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag fordert die Bundesregierung und den Innenminister auf, alle abgelehnten Asylbewerber konsequent abzuschieben, endlich alle Außengrenzen flächendeckend zu kontrollieren und jeden Wiedereinreiseversuch strikt zu unterbinden. Nur so kann diesem unhaltbaren Zustand Einhalt geboten und Vertrauen in den Rechtsstaat zurückgewonnen werden. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.